Jedes Jahr um dieselbe Uhrzeit, jedes Jahr um denselben Zeitpunkt fängt es wieder an. Die Deutsche Bahn mit ihren Verspätungen und mit ihren kuriosesten Ausreden, was weiß ich. Und damit herzlich willkommen zu Themencast. Man ist unterwegs und rechnet mit nichts Schlimmes. Und dann kommt einfach mal von der Bahn so eine Durchsage. Aufgrund von Kindern, die auf der Schiene spielen, können wir nicht weiterfahren. Oder diese Ansage. Aufgrund von Unannehmlichkeiten können wir nicht weiterfahren. Oder vielleicht auch diese Ansage. Aufgrund von Unannehmlichkeiten fällt dieser Zug leider aus. Oder auch viele andere Sachen, die echt kurios sind. Kinder spielen auf der Schiene. Warum kommt denn nicht so eine Durchsage wie Eltern spielen auf der Schiene, spielen vielleicht Poker oder so. Wäre vielleicht auch mal lustig. Also manchmal finde ich das schon ein bisschen lächerlich. Weil wenn du dann rausguckst, du guckst so raus und guckst so auf die Schiene und was ist da? Nix, gar nix. Und dann fragst du dich, ey, wer lässt sich denn bitte diese Ausreden einfallen? Das ist echt manchmal so total komisch. Also manchmal frage ich mich, ob da so ein Ausredenkatalog bei denen irgendwie an Bord liegt und die sich daraus immer wieder eine neue Ausrede aussuchen. Naja, vielleicht ist es ja wirklich so, dann würde es mich aber auch nicht wundern. Meine Liebe, Deutsche Bahn macht auch viel wirklich gut. Und ich muss sagen, dieses Jahr habe ich es jetzt nicht so gemerkt, weil ich ja nicht oft mit der Bahn fahre. Aber ich weiß noch in meiner Ausbildungszeit, jedes Jahr, wie gesagt, um denselben Zeitpunkt Verspätung. Und das unordentlich viel. Und das finde ich echt schon echt krass. Also manchmal frage ich mich, ob die Bahn das mit Absicht macht und sich so sagt, ey, wo könnte man denn noch Verspätung einhauen? Wo wäre das denn gut? Und dann sitzt da so ein Affe und guckt sich dann die Strecken so an und dann quatscht da irgendwas oder ist halt affig drauf und verschiebt einfach dann einmal den Zeitplan. Und dann kommen wahrscheinlich so eine Aussagen so, aufgrund von Bauarbeiten auf den Schienen können wir nicht weiterfahren. Das hört sich ja fast so an wie beim Flughafen. Vor allem manchmal hat man echt das Gefühl, diese Aussagen werden sich wie gesagt ausgedacht. Bestimmt haben die so einen Kalender. Wette ich mit euch. Oder die beste Ausrede. In der App wird dir angezeigt, dass der Zug noch fährt. So, du guckst an die Tafel. Und siehst da nur, der RB21 fällt aus. Und du guckst so in die App und da steht gar nichts. Geil. Geil. Super Aktualisierung. Ohne Witz, Deutsche Bahn. Ich feiere das wirklich sowas von heftig, dass ihr das nicht richtig aktualisieren könnt. Man braucht ja gar keine Aktualisierung. Das ist überhaupt nicht wichtig. Und dann stehst du da und fragst dich, wie fahre ich jetzt bloß? Und dann gibt es auch diese Tage, die ja ganz kurios sind. Du schaust auf den Fahrplan, der Zug fährt. So, du schaust nochmal auf den Fahrplan, der Zug fährt nicht. Dann schaust du nochmal auf den Fahrplan, der Zug fährt wieder. Und dieses Hin und Her, das ist echt nervig, als ob die sich nicht einig sein können. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr guckt so aufs Handy, der Zug fährt. Und dann seid ihr euch sicher, dass der Zug fährt und dann kommt er nicht und dann guckt er wieder aufs Handy. Er fällt aus. Also ich weiß nicht, manchmal habe ich so das Gefühl, die Deutsche Bahn spielt so ein bisschen mit uns Kunden. Aber ich glaube, da hat auch der ein oder andere von euch das Gefühl. Die kurioseste Ausrede fand ich ja immer noch aufgrund von Kindern auf den Schienen können wir nicht weiterfahren. Das kann ja mal passieren. Also diese Ausrede finde ich schon doch ganz schön lächerlich, wenn du dann auf die Schiene guckst und da ist keiner. Also ich fand die lächerlich. Schreibt uns doch mal unten in den Kommentare, was von für euch die lächerlichste Ausrede von der Deutschen Bahn ist. Schreibt das mal unten in die Kommentare, würde mich brennend interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst keinen Daumen nach oben da zu lassen. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann lasst uns ein Abo da. Wir sind's beim nächsten Mal. Ciao.